Ich habe natürlich auch noch ein Geschenk für dich. Nein, nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nichts Materielles, sondern was Ideelles, was Schönes, was wirklich Selbstgemachtes, was ich dir jetzt hier präsentieren möchte. Jan, bist du bereit? Was denn? Schau mal her. Und zwar habe ich ein Video gedreht. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst das bitte nicht machen, keine Videos. Ich will die nicht mehr sehen. Dann schau doch mal. Das für mich? Ja, das ist für dich. Ich bin mal gespannt. Aus dem Video. Ja? Ich bin ein Geschenkpapierreißer. Guck mal. Das ist eine Schallplatte. Ja, eine Single. Von Horst Tappert. Horst Tappert. Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht. Ja? Ist das nicht der Schauspieler, der früher Derek-Darsteller? Die Älteren werden sich erinnern, der hat Derek gemacht. Und die noch Älteren werden sich erinnern, dass er in der Waffen-SS war. Das ist aber erst später rausgekommen. Naja, ein bisschen verschlissen. Das ist jetzt kein Video im eigentlichen Sinne. Nein, aber ich habe dazu habe ich ein Video gemacht. Zu der B-Seite Weihnachtszeit heißt das Lied. Weihnachtszeit von Horst, ich wusste gar nicht, dass er gesungen hat oder Lieder gemacht hat. Und du hast ein Musikvideo zu diesem Song von Horst Tappert erstellt. Das die Herzen wärmt und das Emotionen reinbringt. Und ich habe es an den schönsten Orten Deutschlands gedreht. Nur für dich. Und ich glaube, wir können es uns gemeinsam mal einschauen. Wo warst du da? Wo genau? Du, in Leverkusen, Köln-Korweiler, also wirklich richtig schöne Ecken. Ja, von Deutschland. Meine Damen und Herren. Lassen Sie sich verzaubern. Das wär doch nicht nötig gewesen. Aber ich habe ein bisschen Angst, aber warum denn nicht? Sehen Sie jetzt also das Weihnachtsgeschenk von Ralf Kabelka, ein Video zu dem Song Weihnachtszeit von Horst Tappert, gedreht an den weihnachtlichsten Orten im Umkreis von 50 Kilometern. Mal gucken. Zuerst fallen die Blätter und dann kündigt der graue November die vorweihnachtliche Zeit an. Der erste Schnee fällt, die Einkaufsstraßen glitzern im verführerischen Glanz von Sternen und Kerzen. Das ist die Weihnachtszeit, auf die wir alle gewartet haben. Der duftende Adventskaffee im friedlichen Familienkreis mit den Kindern, Verwandten und Freunden. Die allmorgendlichen Überraschungen im Adventskalender. Der selbstgebackene Christstollen. Das ist die Weihnachtszeit, auf die wir uns freuen. Hinter den Schaufensterscheiben türmen sich in buntem Durcheinander die schönsten Kinderträume und vor den Scheiben spiegeln feuchte Kinderaugen die sehnlichsten Wünsche wider. Ein wenig hektischer ist das Treiben in den Straßen, wenige Tage vor dem Heiligen Abend geworden. Die letzten Weihnachtsüberraschungen werden noch besorgt. Und dann ist es soweit. Der heilige Abend ist da, Weihnachten, das Fest, auf das alle so sehnlichst gewartet haben. Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens auf der Welt. Ein jeder feiert es auf seine Art in seinem Herzen. Der eine glücklich und zufrieden, der andere sentimental, traurig oder allein. Und wir überdenken noch einmal die guten Vorsätze, welche wir am vorigen Weihnachtsfest uns vorgenommen hatten. Wir fassen neue gute Vorsätze und wollen so viel im kommenden Jahr besser machen. Jetzt, wo wir glücklich und zufrieden vor dem bunt geschmückten Christbaum sitzen, jetzt haben wir den Mut und die Kraft, alles besser machen zu wollen. Das ist Weihnachten. Wir träumen von sanften Schneeflocken, bunten Lichtern und strahlenden Kinderaugen, von Frieden überall auf der Welt. Wir wünschen allen Menschen ein frohes, friedliches Weihnachtsfest.